Uhu. Hallo. Ja, fühl dich geliebt. Hoho. Was ist das denn da? Wie läuft der denn rum? Da mache ich so ein Video mit so einer komischen Krone auf dem Kopf. Das ist ja kindisch. Ja, genau. Einfach mal wieder in die kindische Rolle hineinkommen. Damals war das nämlich etwas, wo der Kopf noch gar nicht so immer wieder zensiert hat und gemacht hat und das darfst du nicht und dies und jenes. Und du, ich, wir alle dürfen uns heute als Könige, Königinnen fühlen. Ja. Und ich gebe hinaus in das Land meiner Untertanen, liebet euch. War das jetzt zu überdreht? Schaltest du schon ab? Schade. Es wäre vielleicht gut, wenn du mal wieder dein inneres Kind auch ein wenig mit berücksichtigst. Denn das ist lange Zeit verschüttet gewesen. Ja, wir haben diese Zeiten hoffentlich alle erlebt, als wir geboren wurden, kleine Babys waren, noch nicht zu irgendetwas selbstständig tätig, fähig. Ja, da hat man uns einfach geliebt, hat uns angehimmelt, hallo, und wir haben uns automatisch geliebt gefühlt. Ja, wir konnten noch nicht darüber nachdenken, wir konnten noch nicht reflektieren. Wir haben einfach das gefühlt. Das Fühlen war damals sehr, sehr groß für uns. Ja, und da dürfen wir auch wieder hinkommen. Ja, und dann gab es irgendwann diese Zeit, wo wir heranwuchsen und wo man von uns erwa irgendetwas erwartet hat. Gesagt hat, ja, aber du kennst das doch schon, nun mach das doch mal. Und jetzt, wenn du jetzt nicht lieb bist, ne, wenn du nicht das tust, das und hin und her, und dann gab es diese bedingte Liebe. Und vorher reicht es einfach, dass wir da waren. Und alle haben sich gefreut und das Herz ging auf bei allen Beteiligten. Warum sollten wir nicht an diesem Tag der Kinder, wo daran gedacht wird, nochmal der Kinder, auch an unser inneres Kind denken, dass auch das vielleicht ja nochmal in den Arm genommen werden möchte, geliebt werden möchte, fühlen, dass es geliebt wird. Und das kannst du gerne für dich auf einer kleinen inneren Reise für dich machen. Dass du die Augen schließt, ein paar tiefe Atemzüge nimmst und dann, ja, eine gedankliche Reise zu deiner Kindheit machst, zu deinem inneren Kind. Und lass dich überraschen, ob vielleicht ein Bild von diesem inneren Kind in dir auftaucht. Ich weiß nicht, wie das bei dir sein wird. Probier es einfach einmal aus. Und dann kannst du ja das Kind fragen, darf ich dich einmal in den Arm nehmen? Und es könnte sein, dass das Kind das sehr, sehr gerne möchte. Deshalb, ja, denk vielleicht heute einmal an dein inneres Kind. Und ja, vielleicht lässt du auch einmal das innere Kind dann dich dazu verleiten, mal irgendwas Kurioses anzuziehen oder irgendwie lustig herumzuspringen, zu trällern, einfach so, um wieder diesen Moment zu haben, im Moment zu sein. Und dann ist da alles da. Da ist Freude da.
Da ist Liebe da. Da ist Freiheit da. Da ist richtig wunderschönes Fühlen da. Ja, ich hoffe, du nimmst das heute als Anregung und ich freue mich, wenn ich dich heute irgendwo treffe, wo wir gemeinsam ein wenig unsere inneren Kinder miteinander spielen lassen können. Danke dir für deine Aufmerksamkeit. Alles, alles Gute. Bis dann.